Weiße Pisten, Berge, Sonne und ein paar Grad unter Null. Perfekte Bedingungen für das Skifahren. Von November bis Mai kann man sich seine Skier wieder in der schneereichsten Wintersportregion Österreichs in Obertauern anschnallen. Obertauern hat zwei ganz, ganz große Pluspunkte. Das eine ist, wir sind der schneereichste Wintersportort Österreichs. Keiner hat so viel Schnee wie wir. Und wenn wir keinen haben, dann hat ihn keiner. Und das zweite ist, dass man bei uns kein Auto braucht. Man kann wirklich getrost sein Auto in der Hotelgarage, wo auch immer, stehen lassen. Man kann ohne Skibus von A nach B, man braucht eigentlich nur vor das Hotel gehen, raus aus dem Skistall, rauf auf die Piste, und auch der Rückweg ist genau der gleiche. Also insofern absolut bequem, Ski in, Ski out zu 100%. Panoramen wie diese hier begeistern auch mehrfach Olympia-Goldgewinnerin Maria Höfel-Riesch. Sie hatte die Ehre des zweiten Festbieranstichs der Frankfurter Wiesen und ist das Gesicht Obertauerns. Ja, also ich bin Schneebotschafterin für Obertauern, wie der Name schon sagt. Also ich trage sozusagen in die Welt hinaus, wie schön, dass es in Obertauern ist. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin wirklich wahnsinnig gern selber dort. Und es ist halt einfach das schneesicherste Gebiet in ganz Österreich. Allein durch die Höhe hat es halt dort immer schon ganz früh Schnee und es geht auch bis ins Frühjahr hinein immer dort lang Ski zu fahren, und deswegen ist es für mich das Skigebiet in Österreich. Dass Urlaub und Feiern wie hier beim Oktoberfest zusammenpassen, ist für die Skiregion nur logisch. Wir haben auch in Obertauern sehr, sehr viele deutsche Stammgäste, auch sehr viele Hessen immer zu Gast, die zu uns kommen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und so ist dann die Idee entstanden, weil viele unserer Gäste haben uns gesagt, du schaut euch einmal die Wiesen an, die Frankfurter Wiesen, da hat sich was ganz was Tolles entwickelt. Und dann haben wir uns das angeschaut, und so ist diese Kooperation, diese Partnerschaft dann entstanden. Und was man jetzt schon sagen kann, sind wir sehr happy darüber. Der Ort ist umgeben von mehr als 100 Kilometern Piste unterschiedlichster Schwierigkeiten, die zum Skifahren, Snowboarden, Rodeln und vielen weiteren Aktivitäten einladen. Da sprechen wir jetzt eigentlich von allen Wintersportarten, die man sich vorstellen kann. Also vom Rodeln über Langlauf bis hin zum klassischen Winterwandern, aber auch Sportarten wie eben Snowkiten, Snowbiking, Eislaufen etc. Da ist eigentlich alles in Obertauern ein großes Thema. Und abseits des Skifahrens gibt es natürlich dann noch das große Thema Après-Ski. Das ist für viele auch ein Riesenpunkt. Also insofern ist für jeden was geboten. Die Skiregion richtet sich mit dem Angebot an ein breites Publikum. In zwei Monaten beginnt in Obertauern schon wieder die Skisaison. Wir sind ganz besonders stolz auf unser Ski-Opening. Wir starten Ende November mit einem Electric-Festival, mit Felix Jähn, mit Alle Farben. Also ein wirklich tolles Line-Up. Danach haben wir unser legendäres Ski-Opening-Konzert am 2. Dezember. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf, dass Andreas Borani zu Gast sein wird. Freuen wir uns riesig drauf. Und dann startet die Saison so richtig durch. Und um den 8. Dezember, wer was Traditionelles einmal erleben will, ist unser Krampus-Umzug. Da sind 500 Krampusse, die durch den Ort ziehen. Das ist was Traditionelles, ist ein bisschen vergleichbar mit Knecht Rupprecht. Also so starten wir in die Saison. Da trifft der Slogan jedem sein Obertauern wohl vollkommen zu.